Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever, die Preview vom zweiten Teil natürlich. Ja, meine Lieben, wir starten hier mächtig rein in diese Folge. Wir haben hier volle Züge, 52 mal Stahl auf den Gleisen. Jetzt muss ich mal ganz kurz in die Oversicht hier reingucken. Alter, die machen schon mal ordentlich positive Gewinne hier. Wir müssen bloß mal ganz kurz gucken. Hier wird ja auch mächtig angeliefert. Wie schaut es hier aus? Der Konsum von Kohle ist extrem, aber wir haben nichts von Erzen hier liegen. Dieses Problem mit den Erz sollten wir jetzt mal angehen. Können wir alle Züge, die haben jetzt momentan die BR53 Preußisch G3 drauf, können wir da irgendwas Schnelleres, Stärkeres, die 60er DPM, die schafft ein bisschen mehr. Das bringt uns aber nichts, weil die Wagen noch nicht dran sind. Gut. Ich werde jetzt die Geschwindigkeit des Spiels ein bisschen anheben, weil wir jetzt A, auch sehr viel Geld haben gerade. Und dann werden wir mal in der Geschwindigkeit ein bisschen voranziehen. Werden aber Folgendes trotzdem machen. Wir duplizieren trotzdem hier nochmal einen Zug drauf. Einfach weil ich merke, dass hier die Fabrik mehr leisten könnte. Hätte sie denn mehr Erz in Verbindung? Und hier kommt auch wieder Erz an. Ich beschleunige mal ganz kurz. Die Züge sind halt einfach übermäßig grandios hier unterwegs. Und wir haben auch hier, da naht schon wieder der nächste. Das wird natürlich auch wieder ein bisschen zu Stillstand führen auf der Strecke. Aber nur ganz kurz, weil der fährt hier schon wieder raus. Also der muss nur ganz, ganz minimal stehen bleiben. Der produziert jetzt aber auch wieder frischen Stahl raus. 80 aktuell. Auch hier auf der Stahlschiene muss ich gerade mal ganz kurz feststellen, dass ein Zug mehr hier durchaus hilfreich wäre. Einfach, um nochmal ein bisschen mehr Fluffigkeit hier reinzubekommen. Ja, weil die Züge laufen an sich schon ganz gut. Aber ich glaube, wenn da noch ein bisschen mehr gehen würde, könnten ja auch noch ein bisschen mehr leisten. Hier kommt zum Beispiel gerade einer wieder an, der möchte gerne Stahl abholen. Ist hier sauschnell unterwegs, der Gutste. Und jetzt gucken wir mal. So, hier wird wieder... Ach, ja, herrlich. So, der fährt rein. Und kann natürlich über 100 jetzt theoretisch mitnehmen. Schafft aber nur 52 weg. Auch da sehen wir den Engpass einfach, der ist real. Ja? Also der Engpass hier ist definitiv da. Und jetzt gucken wir mal, der kommt wahrscheinlich ohne zu bremsen durch. Sollte gehen. Ja, sollte gehen. Ja, fährt rein. Und der nächste hängt schon wieder hinten dran. Auch hier wieder einmal ein Erzzug. Auch die machen sich hier ganz, ganz bedeutend Geschäfte mit uns. Das ist sehr, 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 sehr interessant anzuschauen. Sehr, sehr interessant, meine Lieben. Okay, gucken wir mal, wie schaut es hier hinten aus. 39% Abtransport, hier Abtransport 52%, da ist Luft nach oben. Und hier oben ist die Produktion echt mager, weil eben da deutlich zu wenig da ist. Hier haben wir noch den Erzzug, der gerade reinkommt. Hinten dran müsste eigentlich schon wieder der nächste Zug für den Stahl hängen. Der braucht aber wahrscheinlich noch ein Schlückchen, bis er ankommt. Hier hängt einer. Das muss der Stahlzug sein. Ja, da ist er. Die brauchen natürlich über unser Hauptnetz natürlich eine ganze Ecke. Jetzt gehen wir mal zurück zu den Passagieren. Hier sehe ich gerade 60. Da ist aber noch in die andere Richtung auch Luft drin. Lass uns mal ganz kurz hier gucken. Wir haben jetzt hier einen Kopfbahnhof etabliert in Zilshausen. Das gefällt mir jetzt irgendwie eigentlich gar nicht so wirklich, weil hier nochmal, ich würde gerne hier tatsächlich schauen, können wir da irgendwas konfigurieren mit dem Bahnhof, dass wir hier rauskommen? Tatsächlich, das geht, ich werde verrückt. Das heißt, wir können hier einen Kopf- und einen Durchgangsbahnhof in einem bauen. Ich bin ja mal sowas von interessiert an diesem Verfahren, denn ich möchte nach Flammersfeld gerne vor. Mit unserer Personenlinie noch mehr Leute ans Netz bringen, noch mehr Liebe hier drauf bringen. Das bedeutet, wir werden jetzt heute erstmal Folgendes machen. Wir gehen jetzt hier vor, bauen hier in Flammersfeld auf jeden Fall schon mal den ersten größeren Bahnhof mit 240 Metern ein. Auf der anderen Seite dieser, obwohl, auf der anderen Seite oder nicht auf der anderen Seite, hier ist natürlich extrem eng. Ja, also hier müssten wir schon richtig in den Berg reinklamüsern, um hier durchzukommen. Würde allerdings auch Platz nach außen bedeuten. Wir machen das mal. Das heißt, wir müssen hier über den großen Tümpel hier drüber. Und wir müssten hier vor allen Dingen erstmal an der Stadt raus. Das ist natürlich so eine Sache. Hier gehen natürlich jetzt auch ein paar Gebäude bei drauf.
aber wir haben eine Verbindung, die durch die Stadt führt, was ich auch irgendwie ziemlich interessant finde. Natürlich mit 120 km/h versuchen wir jetzt einen großen Bogen hier um die Stadt rumzubringen, auch um weit genug von den Einwohnern hier weg zu sein. So, hier gehen wir lange gerade. Müssen wir natürlich dann in die andere Richtung auch noch machen. Und jetzt muss man nämlich schon anfangen, hier links rüber zu kommen. Dann schaffen wir uns den Bogen hier nicht rüber. So, hier mache ich jetzt auch nochmal gerade. Und jetzt kommt der Teil, der interessant wird. Nämlich hier gerade rüber zu kommen. So, hier haben wir jetzt auch die Schiffsverbindung möglich. Und jetzt versuche ich da eine saubere Anbindung zu bekommen. Und die kriegen wir hier wegen der Kollision nicht her. Ah, mal gucken. Wir müssen hier in dieses Teil rein. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen eindrehen. So ungefähr. Und dann kommen wir hier sauber rüber, oder? Gucken wir mal schnell. Jo, sauber. Und dann haben wir hier eine ganz lange Verbindung nochmal. Das heißt, auch hier können wir mächtig mit Personenzügen nochmal arbeiten. Vor allem, wenn die jetzt größer werden, schneller werden, werden die natürlich auch interessanter für so eine lange Linie, um die anständig zu befeuern. Und deswegen gehen wir hier einfach mal auf den Bau noch ein bisschen mehr Liebe drauf. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz coole Geschichte. Ja, doch. Ich könnte mir das vorstellen, dass da schon, ne, so ein bisschen und so. Wir schließen das natürlich auch wieder alles an. Ganz logisch. Logisch, Freunde. Hier auch zack, boom, bang. Auch mal mit einer langen Umfahrung wieder. Ich weiß, ihr steht da nicht so drauf, aber ich mag das gerne so. Dann gehen wir jetzt hier mit einem mit einer Personengeschichte ran. Und zwar nicht in meinem Hinterhof. Erreiche ein Emissionsviertel von 80 in einer Stadt. Ach du Schande. Das müssen wir auch mal angucken. Mal gucken. Ich würde das gerne hier oben hin. Oh, die Klondike, Mensch. Jetzt gucken wir mal. Hier kommen wir mit der Geraden aus dem Teil. Hier kommen wir nicht zurecht. Das reiße ich mal ab. Das muss weg. Dann bauen wir hier eine schöne Innenstadtstraße auf, die hier so nach unten geht. Und bauen das hier so quasi rein. Eine große Straße wäre mir da fast ein bisschen zu groß. Ja, das ist okay. Dann nehmen wir uns jetzt erstmal die Stadt vor. Also wir brauchen definitiv einmal einen Außenanschluss hier. So, nehmen wir den mal ein bisschen länger. Und dann will ich hier oben noch einen haben. Nee. So, hier ungefähr. Bisschen weiter raus. Und dann will ich hier unten auch nochmal einen haben. Einfach, weil wir hier nochmal die ganze Ecke anbinden können. Und die Stadt kann trotzdem hier noch reinwachsen. Gut, und dann gehen wir jetzt natürlich hier auch nochmal mit ein bisschen Verkehr rein. Da kommen wir dann darum. Hier will ich hier oben noch einen setzen, einfach um die großen Gebäude hier nutzbar zu haben. So, dann kommen wir hier wieder runter. Hier könnte ich auch nochmal einsetzen. Ich weiß, die sind super eng, diese ganzen Verbindungsstellen, die ich hier baue. Aber das hat sich bisher eigentlich immer ganz gut gehalten. So, die Stadt ist jetzt ziemlich gut durch angebunden. Ist momentan noch auf Bussystem eingemünzt. So, zack, 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 zack und nochmal zack. Okay, jetzt haben wir hier mehrere Stellen, wo auch die hin und her fahren. Und diese Linie wird jetzt heißen Flammersfeld-Bus. Zack, boom, haben wir. Nicht die schönste Anbindung, klar, aber zumindest für den Augenblick absolut funktional. Und da stellen wir natürlich auch irgendwo, wo das Busdepot nicht stört, das hier hinten auf. Und kaufen uns jetzt erstmal ein paar Busfahrzeuge, Passagiere. Und da haben wir jetzt natürlich ein paar schöne, die Landauer, die sind ja auch im Vorgänger schon immer interessant gewesen. Es sind auch ein bisschen leiser, kaufen wir uns mal 10 Stück davon. Und oh, okay, ja, Autosave. So, und packen die auf den Flammersfeld-Bus drauf. Go, go. So, da kommen sie alle, die Jungs. Okay. Damit haben wir die Stadtanbindung grundsätzlich schon mal ermöglicht. Jetzt kommt der zweite Teil dieser ganzen spannenden Geschichte. Die Linie 1 ist die, die hier quasi durchgeht. Jetzt machen wir mal kurz Pause, denn nach der 3 kommt hier eine neue Haltestelle rein. Und zwar die hier oben.
nach 4 und dann nach der 4 kommt eine neue Haltestelle hier rein, nämlich in Zisshausen. Und jetzt klappt es hier nämlich nicht. Das heißt, die kommt jetzt von hier, fährt in Zisshausen auf der 3 ein. Warum geht das nicht? Ich ahne Schlimmstes. Warte mal ganz kurz. Ja, Linie 1 hat Probleme. Okay, ist klar. Also, pass auf. Da ist. Können wir das automatisch verbinden? Okay. Pass auf. Also hier würde ich gerne auf die 2 gehen. Nee, 5 ist ganz unsinnig. Die 3 müsste eigentlich hier außen ankommen. Jetzt passt's. Und die 5 kommt auf 3, auf 2 an, oder? Warum kommt die hier nicht durch? Das ist auch unsinnig. Hä? Da fehlt uns bestimmt ein Stück, oder? Bestimmt irgendwo einen Anschluss vergessen. Ich gehe die mal ganz kurz ab. Die 4 hier kommt natürlich für 1 an, dann geht es nämlich, glaube ich, auch auf. Und dann kann die 5. Warte mal kurz, da muss ich von der Seite schauen. Warum kann die 5 hier nicht rein? Aber hier geht's doch auch, oder? Hier ist, also hier ist definitiv das Problem. Das muss doch am Bahnhof liegen. Hier sind aber unterirdische Durchgangsbereiche. Sehe ich jetzt gerade den Punkt irgendwie nicht? Ich glaube, ich sehe gerade den Punkt irgendwie nicht. Gut, hier geht es langsamer. Hier ist Personen. Oder vielleicht liegt das Problem hier weiter hinten. Wollen wir mal gucken. Hier müsste er rauskommen. Vielleicht ist das weiter hinten schon. Aber wie. Hä? Wo kommt denn der her? Das ist die andere Linie, oder? Da ist es, glaube ich, schon. Die 2 hier. Andersrum. Die 6 auf die 1. So. Jetzt klappt es. Das Problem war weiter hinten. Und dann können wir jetzt nämlich hier die 5. Können wir wieder umstellen, oder? Warum kriege ich den Punkt hier nicht drauf? Eins, zwei, drei. Aber 3 ist doch Unsinn. Warte mal kurz, die 3 geht auf Gleis 3 rein. Dann müsste die 5 eigentlich auf Gleis. Da ist 2? Und da vorne ist 1. Hä? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich konfiguriere mir den Bahnhof nochmal. Ich vermute mal, das Problem wird hier an den Passenger Buildings sitzen. Machen wir hier mal so ein bisschen größeren Bereich dran.
Okay, machen wir das mal so. Schaut natürlich jetzt episch aus, dieser Bahnhof. Gucken wir mal gerade, was er jetzt daraus macht. Weil hier ist ja eigentlich eine Einfahrt. Oder kann er die nicht erreichen, weil ich hier irgendwo was vergesse? Also ich habe immer noch ein bisschen die Angst, dass ich hier irgendwo eine Rückfahrt verpennt habe. Weil ich die 5 hier nicht wegbekomme. Ich krieg die auch hier nirgendwo rausgemittelt. Die ist jetzt hier vorne. Aber der Bahnhof selber ist doch groß genug, oder? Das ist voll interessant jetzt gerade. Der wird mir nur falsch angezeigt. Sagen wir mal nur die Strecke jetzt gerade an. Weil hier geht's ja auch raus. Und er kann ja auch von hier aus wieder zurück und fährt dann hier theoretisch durch. Wahrscheinlich habt ihr Füchse schon längst gesehen, ja? Und ich bin halt einfach nur gerade ein bisschen zu, ja, keine Ahnung, zu fokussiert auf das Ganze. Aber das geht ja hier eigentlich quasi auf diese Haltestelle drauf, wo hier auch Personen stehen tatsächlich. Und hier ist auch ein Durchgang, das heißt, die können auch auf die Seite wechseln und von dort aus herüber. Also die haben mehrere Anschlüsse hier am Cargo-Terminal und am Personenterminal. So, und wenn ich jetzt mir die angucke, dann hängt doch diese Linie hier völlig andersrum, oder? Machen wir nochmal. Was? Wie kommt denn die da hin? Warte mal kurz. Nee, das klappt immer noch nicht. So, und jetzt schauen wir mal weiter hinten nochmal. Die 2 ist die, die hier hochkommt. Und die ist auf Gleis 2 unterwegs. Das passt. Die 6 ist die, die hier unten ist. Die ist auf Gleis 1 unterwegs. Die muss nicht auf 2 sein. Das passt auch. Das heißt, hier hinten hätten wir sogar das Ding erreicht. Und die 5 hier ist irgendwie... Warte mal kurz. Ich mache das nochmal von der 2 aus neu. Weil das klappt hier gerade überhaupt nicht. So, also wir gehen jetzt hier rein. 3. Und jetzt machen wir bis hier hoch. 4. Dann kommt er hier auch richtig durch. 5. Hä? 6. Jetzt geht... Und dann wieder zu 1. Lassen wir mal nochmal die 5 angucken. Die ist jetzt auf Gleis 2. Jetzt klappen das. Ich will's gar nicht wissen. Wisst ihr was? Ich will's gar nicht. Ich will's nicht wissen. Okay. Und das ist jetzt die Linie 1 hier. Da sind 2 Züge drauf. Die sind auch mit der 53er Preußisch unterwegs. Aber die können wir auch nicht beschleunigen, oder? Passagiere? Doch, die können wir beschleunigen. Dann lass uns mal hier ein Upgrade machen. Also einmal ersetzen. Wir machen hier auf jeden Fall eine Dampfgeschichte, eine PLM vielleicht. Einfach, weil ich die auch mal testen will. Eine PLM kommt hier drauf. Und dann kommen jetzt Passagierwägen. Hier haben wir 6 Stück drauf. 2, 4, 6. Das wäre der aktuelle Stand. Das aktualisieren wir einfach mal. 5 Millionchen, die können wir uns mal locker flockig leisten. Und dann aktualisieren wir auf jeden Fall nochmal 2 Züge da. Oder ein... Ah, nehmen wir 2 Züge drauf. Komm, was kostet die Welt? So. Freunde der Nacht. Die warten jetzt gerade auf irgendwas. Lass mal starten. Mal gucken, was passiert. Schauen auf jeden Fall interessant aus. Die Dinger, jetzt gibt er Gas. Muss mal schnell ein Foto machen. Fürs Fotoalbum, weißt du, fürs Zwergische. Foto auch machen. Ein bisschen größer. Einfach, weil ich das extrem interessant finde, was hier abgeht. So, zack, boom, bang. Fürs Zwergische Familienalbum. Und da raucht sie los, ey. Warte mal, da fahren wir natürlich mit, oder? Ja, hat was, das Ding.
Ja, nochmal eine kleine Mitfahrt jetzt so zum Ende der Folge hin. Futuristisches Design muss natürlich auch, oder ist in gewisser Weise interessant. Was ich auch interessant finde, ist jetzt dieser Monumentalbau, den wir hingestellt haben. Also das ist ja schon mal sehr interessant. Apropos Monumentalbauten, da würde ich gerne Folgendes machen. Da würde ich gerne diese Querstraße hier abreißen. Machen wir doch mal. Die reißen wir auch weg. Den reißen wir auch weg, hier rauswärts. Und dann kommt jetzt hier erstmal eine große Straße lang. Unser Prachtstraßenansatz zumindest. Und die geht jetzt hier quasi noch gerade. Und geht dann hier zum Beispiel schon mal außerorts raus. Und hier können wir auch nochmal außerorts rausgehen. Weil dann können wir nämlich hier nochmal einen Anschluss setzen. Dann könnte hier noch ein neuer Stadtbereich entstehen. Das würde ich gerne mal mit euch probieren noch. So, hier steigt natürlich jetzt kein Mensch zu, weil warum auch? Ah, weiter geht's, Freunde. In die weite Welt. Hinten noch zwei neue von den Dingern. 60 km/h. In eine neue Landschaft. Und jetzt so langsam kommen wir auch in die Richtung, wo man dann langsam auch mit Flugzeugen experimentieren dürfen. Sollte nicht mehr allzu ewig dauern, aber jetzt erstmal... Ach du Schande, schau das interessant aus. Ey, ich sag's euch. Hier ist auch schon Neubaugebiet. Ganz ehrlich, allein das zur Seite schauen und so sehen, wie da hinten eine Tram langfährt und so weiter... Es lädt zum Verweilen ein, finde ich. Lädt zum Verweilen ein. Und schau mal, die Hügelkette da hinten, wie sie so langsam im Nebel verschwindet. Ah, interessant, meine Lieben. Herz allerliebst, Freunde. Müssen wir dann langsam über die Brücke hinten drüber kommen. Bin mal gespannt. Kommt jetzt, wir gehen jetzt hier ein bisschen raus. Wir sind Fullspeed unterwegs. Aktuell zumindest. Jetzt kommen wir dann langsam da hinten über diese Bergkuppe oder Hügelkuppe hier drüber. Und danach kommt eigentlich schon die Brücke, die wir auch noch haben. Oh, guck mal, schön, so ein Feldchen. Oh, wie herrlich. Ich sag ja, einfach nur in eine Richtung gucken. Genau, und da hinten geht es dann über die Brücke dann rüber, über den Fluss. Den müssten wir eigentlich auch irgendwann schon mal sehen. Da ist er, oder? Nee. Wir sind auf... Doch, da ist er doch, tatsächlich. Das heißt, das sind die Steine vor dem Gewässer, ja. Hier geht's aufwärts. Immer noch Fullspeed mit unserer Mega-Lok der Liebe. Irgendwas kam jetzt. Warte mal kurz. Tipp. Achso. Irgendwas ist negativ. Ja. Und da hinten ist dann die Station tatsächlich. Schon mal ins Wasser rein. Ah. Ganz ehrlich, man kann sagen, was man will, aber das schaut doch mal interessant aus, oder?
So, hinten geht es jetzt quer rüber. Und dann immer ein bisschen leichte Ansteigung haben wir da drin. Also es ist wirklich eine minimale Steigung, die wir haben. Spätere Züge werden das natürlich viel besser ausgleichen können als die jetzigen. Und da werden wir auch unser Mega-Zug-Konzept natürlich wieder überarbeiten. Genau, und die macht natürlich jetzt Minus, klar. Wie viele Leute stehen schon hier oben? Nicht zu viele, weil noch ein bisschen wenig, oder? Schwach auf der Brust, die Dinger hier. 80 Sekunden können wir natürlich nicht machen. Nee. Warte mal kurz. 1, 2, 3, 4, 5. Copy. So, ab dafür. Natürlich jetzt noch ein bisschen mager. Ah, der Zug ist schon fast da. Und hier stehen wie viel? 6 Leute rum. Dafür, dass der 0 hat, ist das jetzt mit Sicherheit nicht schlecht. Hier haben wir ein Signal, das heißt, es könnte schon in den Block ein neuer Zug einfahren. Da ist auch schon wieder einer. Der hat aber immerhin noch ein paar Leute übrig. Alter, schwind nach Ottmannshausen, ey. Volle Pulle. Volle Pulle. Gut, wir gehen jetzt mal ganz kurz zurück an den Anfang nach Tüsling. Tüsling hat ein ordentliches Wachstum hingelegt, so sinkt aber gerade wieder. Okay, wie viel stehen in Tüsling rum? Zu viele. Aber in Tüsling könnten wir mal ein kleines flottes Upgrade raushauen. Von der Linie 3. Mal kurz ein Upgrade draufpacken. Passengers. Auf die Landauers vielleicht. Weil die leiser sind. Und schneller vor allen Dingen in der Stadt. Vielleicht auch mal ein kleines Straba-Upgrade. Könnten wir auch machen. Ja, diese Emissionswerte hier sind enorm. Vor allem in der Hauptcity. Sehr schlecht. Aber schon ein bisschen besser jetzt durchschnittlich. Wie schaut es hier oben aus? Hier sind auch einige Leute am Start. Auch hier könnte man die Linie durchaus mal wieder ein bisschen anpassen. Gelbe Linie hier in dem Fall. Warte kurz. Gelbe Linie auf die Landauer upgraden. Wir sind ein bisschen schneller. Hier kommt ein Cargozug gerade an. Maschinen werden hier geliefert. Wir haben die ja zentral eingeliefert quasi. Was fährt denn hier eigentlich noch rum? Die Linie 12 kommt hier mit Planwagen an. Aber das ist doch unsinnig, oder? Ah, es schmerzt so sehr. Aber jetzt können wir alle Züge upgraden. Jawohl, 1900 erreicht. Aber diese Fahrzeuge, die jetzt hier lang fahren, jetzt lassen wir mal ganz kurz gucken. Das ist die Linie 12. Die haben doch überhaupt gar nichts mehr zu transportieren, oder? Nee, haben sie nicht. Nee, haben sie nicht. Fahrzeuge konfigurieren, alle verkaufen. Jo. Linienansicht, 12 einstampfen. So, jetzt sind die erstmal weg, weil die dümpeln hier noch so rum. Die Linie 8 macht im Prinzip noch genau dasselbe. Linie 8, alle Fahrzeuge runter. Es wird jetzt alles über die Schiene organisiert. Und hier sollten jetzt keine Fahrzeuge mehr rumeiern. Hier haben wir noch Fahrzeuge. Was macht ihr hier? 13 ist da drauf. Die kann auch raus. Und dann kommt sie auch weg. So, dann haben wir nämlich auch eine Durchfahrt gehabt, wo das Zeug dann weitergegeben worden ist. Genau, hier hinten ist, wie gesagt, ganz viel los. Klappt aber jetzt mit der Produktion ganz gut. Könnten wir allerdings auch mal bei Gelegenheit upgraden. Jetzt machen wir hier Folgendes. Die Erzzüge sind jetzt immer noch das Problem hier, oder? Erzzüge ist ganz knülle. Also, pass auf. Dann gehen wir mal auf die Erzzüge. Erzstahl. Upgrade. Jetzt machen wir Folgendes, meine Lieben. Das machen wir nicht heute. Erzzug-Upgrade, nächste Folge, wenn ihr Lust habt. Bis dahin, haut rein, gehabt euch wohl. Euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüss.